Wie macht ihr eigentlich eure Heckklappe von innen auf? Ganz ehrlich, die ganze Zeit hat das nicht funktioniert und einer musste sie mal von außen öffnen. Bis jetzt. Wir bauen diesen Öffner ein, um morgens aus dem Bett unsere Heckklappe zu öffnen. Dafür mussten wir erstmal die ganze Holzverkleidung abmontieren, damit wir den Türöffner mit dem Mechanismus connecten konnten. Das war erst ein bisschen fummelig, hat dann aber geklappt. Und hier nochmal ein kleiner Test, ob es auch wirklich funktioniert. Dann haben wir alles wieder festgeschraubt, das übrige Kabel hinterm Metall versteckt, sodass es nicht mehr irgendwo lose rumgeflogen ist. Haben dann nochmal die Holzvertäfelung rangehalten, um zu gucken, wo wir das Loch bohren müssen. Wir haben uns dann für so einen Ort an der Seite entschieden, damit wir da nicht so häufig gegenkommen. Und hier ist jetzt unser kleiner roter Auslöser, den wir dann nutzen werden zum Öffnen. Die Holzvertäfelung wieder dran montiert, über Kopf ist es also mal ein bisschen fummelig, ging aber trotzdem. Und dann meinte Rico, ich soll das mal testen vom Auto aus. Was er mir nicht gesagt hat, ist, dass das Auto abgeschlossen war, dann geht es nämlich nicht. Nein, das geht nicht! Ich habe schon voll Panik bekommen, aber wenn das Auto aufgeschlossen ist, kann man es ganz entspannt öffnen. Hey. Dieser Öffner hat ungefähr 45 € gekostet und ist für einen Camper, glaube ich, echt eine coole Sache. Ich freue mich mega, dass wir den jetzt haben.